Netter Versuch, Kuhn-Freunde. Aber jetzt seid ihr meinem Allereiligsten gefangen. Okay, ich wäre dann soweit, Neues. Null? Oh lol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los geht's! Easy. Die Herrschaft der Ordnung ist vorüber, Kuhn und Friends. An den Chaosballwerfern kommt niemand vorbei. Wir müssen irgendwie zu der Leiter kommen. Der Hass des Meisters lässt sich nicht stillen! Ach, da oben. Falsche Taste. Ja, vielleicht klappt's beim zweiten Versuch. Rückglitschen. So, das Problem ist, wir können jetzt... Ja, schon klar, das Rohr. Warte mal. Das Rohr. Übereinstimmung, sehr schön. Ja, dann. Wollen wir mal gucken. Hey! Cool, ein Feuerwerk! Cool! Und jetzt? Fuck. Falsche Taste gedrückt. Kein Problem, Meister. Chaos kommt sofort. Jetzt stehen die... Du darfst erstmal nicht angreifen. Du musst aussetzen. Dein Zug gehört jetzt Kuhn and Friends. Pandemonium! So, mit Kuhn beiseite. Und auf ihn direkt drauf. Oh. So. Ach, scheiße, von hinten kommen auch noch welche. Toolshed, du machst. Du machst. Ballmaschine. 87. Jetzt natürlich. Praktisch in solchen Momenten einfach, was würde der Kuhn tun? Irgendwas voll Behindertes. Du machst 85 Schaden auf ihn. Laserbohrer! Da! Voll durchbohrt! Du bist dran, Neuer! Richtig, deswegen... So, zurückstoßen. Au! Die sind im Arsch! Unordnung obsiegt! Entfessel das Chaos! Riecht wie Arschfeuer. Wir brennen. Das ist aber nicht Zeit für die Laser. Laser, dann ist der auch weg. Kleiner Rückschlag. So, er dürfte jetzt mit dem Ball schießen, richtig? Schurken, zittert vor Kuhn and Friends. Du. Reißt jetzt den Ballomat an. Ja, das hast du verdient. Mir lieber. Zu mir, überrennen wir sie. Streng dich mal an, Alter. Mein Werkzeug ist bereit. So, Toolshed kann jetzt... Nee, den wollte ich. Treffe ich den? Den treffe ich. Auf den Ballomat. Sie! Zu meinen Laserbohrern gibt's den Toolshed. Tollet. Jetzt kommen nämlich die noch dazu. Warum ausgerechnet müssen es Hunde sein? Man weiß es nicht. Aber. An sich nicht schlimm. Ich kann sie alle drei blitzdingsen. Und das machen wir auch. Das Brennen ignoriere ich, das stört mich nicht weiter. Was waren vier? Scheiße. Das ist nicht weiter tragisch im Moment. Gleich riecht's hier verbrannt! Ist richtig. So.
Laserauge auf ihn. Und tschüss. Oh Scheiße, da kommt noch ein Roboter in den. Ach Kacke. Jetzt endet der Rest meines Lebens. So, du bist weg. Ha, nimm das, Bitch. Jetzt kommt. Oh, Heiki, wir kämpfen jetzt. Scheiße. Aha, verdammt. Fuck. Sakai bereit. Ha, echt uncool. Ja, Alter. Grundgültiges Chaos. Ha, hi, au. Von ins Arschgesicht. Und der Chaoshund auch noch zum Einsatz. Alter, jetzt wird's gerade unangenehm. Muss ich doch echt mal überlegen. Den hol ich mal ran. Nimm das. Danke. So. Endlich. Dann hier hin. Kann ich alle besiegen? Oh, shit, shit, shit. Schlafen kannst du später. Ja, machen wir mal. So, jetzt mal B gucken. Wie viel treffe ich denn? Tendenziell kann ich hier alle töten. Danach ist Toolshed auch nochmal dran. Ich habe nämlich eine Idee. Machen wir das so. Jetzt ist Toolshed dran und Toolshed mein letztes Makaroni-Bild. Derweil in der Ruhmeshalle der allerbesten Freunde. Alle Sünden mögen vergeben werden und alle Sklaven frei sein. Ja, damit wir wieder voll geheilt sind. Glaube ich gar nicht so verkehrt. So. Stopp. Du bist nicht dran. Verkasst. So, Dille. Du kriegst ein Schild. Stehst bereit, hier kommt kein. Jetzt wird's lustig. Kuhn kann den Hund wegmachen. Das könnte brennen. Ja, das nenne ich Gerechtigkeit. Hau sie weg, Neuer! So. Ich stoße. Können wir den überhaupt zurückstoßen? Ich weiß es gar nicht. Jautsch. Nein. Mit Wunderarsch ist nicht zu spaßen. Gerechtigkeit kommt ohne Anleitung. Jetzt ist Toolshed dran. Ping, 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 ping! Leider muss man Laserbohrer alle 20 Minuten wieder aufladen. Gut, er ist dran. Oh, du bist sowas von tot! Macht aber nichts. Fühlt den Zorn von Humankind! Humankind macht ein Schild auf irgendjemanden. Macht ein Schild auf Kuhn. Vorsicht, Kuhn! Und tauscht jetzt mal die Plätze. Platz für den Kuhn. Oder so ähnlich. Versau das nicht, Blödsack. Der ist weg. Sehr schön, gewonnen. Wow. Erledigt.
Schmerzbringer von Gaia und $1,47. Das sieht nach dem Thron von Chaos aus. So, haben wir hier irgendwas? Nö. Dann. Achso, er steht direkt neben mir und ich muss es trotzdem analysieren. Bescheuert. Toolchat hat, was du brauchst. Halten, halten, halten. Nice! Ja, du gehst schon mal hoch, ich komme sofort nach. Haben wir hier noch was drin? Nö. Cool, cool, cool. Geil. Oha. Alles klar. Da unten ist ja mal Megaparty. Kann ich da irgendwo einen abwerfen? Nee, schade. Alter, was? Alter. Ganze Stadt zu Lava erklären. Ihr habt es tatsächlich bis zum Ende geschafft, Coon Friends. Coon and Friends, verdammt Butters. Und jetzt wisst ihr, dass ihr zu spät kommt. Ganz South Park wird bald bedeckt sein von Lava. Stellt euch das vor, man kann nirgendwo mehr hin. Jeder muss da bleiben, wo er ist. Für immer. Lava im Park, Lava im Dairy Queen. Das wird ein absolutes Chaos. Komm raus und kämpfe wie ein Mann, Chaos. Oh, ich bin inzwischen viel mehr als nur ein Mann. Ich habe endlich genug Alufolie, um meine bisher größte Waffe zu bauen. Es geht los. Ich präsentiere den Mecha-Lakaien Chaos Supreme. Es un trabajo. Oh fuck, Alter. Macht euch auf euer Ende gefasst, Coon Friends. Coon Enfres, jetzt reicht's, der Wichser stirbt jetzt. Besiege den Mecha-Lakai Chaos Supreme. Das ist euer Mecha-Untergang. Wow, das ist ein ordentliches Bauprojekt. Dank! Du bist nicht dran. Verkackt. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. So, dich treffe ich da sogar, ne? Ach, da treffe ich dich auch. Ja, cool. Aber ich will mal gerade den Detektivmodus Details ansehen. Immunität, Blut. Egal. Habe ich nicht mal gespürt. Dass mir keiner an mein Werkzeug geht. So, Toolshed trifft. Sehr schön. Feuer frei! Hey Leute, nicht zu hart, okay? Los, Wunderarsch! Wunderarsch. Trifft auch. Wow, ich bin fast beeindruckt. Meine Laser sind wieder komplett aufgeladen. Jetzt kann's losgehen. Ist gut. Er trifft nicht. Gut, dann gibst du. Wem gibst du? Ihm gibst du ein Schild. Gern geschehen. Starte mich auf Vernichtungsfeuer! Raketeneinschlag in T-Minus! Oh, gleich! Okay. Flieht vor der brennenden Mechalava! Was? Meine Mechalava-Düse ist extra groß! Oh, los geht's! Hey, was geht da drüben vor sich? Mit den Hamstern da unten. Geil. Ach, schade. Kann ich das wegmachen? Nee. Bleibst du erstmal da stehen? Bushet, na, auf jeden Fall aus dem Feuer raus. Und den Mecha angreifen. Hier für dich, Arschloch. Schöner Multischuss, Toolshed. Ganz schön heiß. Los geht's, Neuer! So, der Neue, ein Schritt beiseite. Den treffe ich auch? Ja, geil! Der macht 64, das macht 93. Ja, dann nehme ich doch lieber den Feuerball, ne? Ja.
so, dann werden wir vielleicht mal Freunde. So, und jetzt noch mit dir beiseite. Und ein Laserstrahl. Das sollte reichen. GG, Leute! Ach, meine Beine! Tiene que enviar mi cheque! Komm zurück, Lakaien! Vamos! Oha. Na gut, Leute, das war ein kleiner Rückschlag, aber keiner hält Chaos auf. Phase 2 einleiten. Oh, scheiße. Diese Raketen sind perfekt für unser erstes Filmplakat. Für Chaos. Totales Chaos. Eieiei. Das ist für Scrambles, ihr Bastarde. Den Medbot machen wir mal weg. Würde ich sagen. Ja. Oh, au, ah. ¿Qué se supone que debo de hacer ahora? Tomar el medicamento. Danke. Bereit, die fette Ausrüstung auszupacken. Da komme ich nicht durch. Den treffe ich so nicht. Aber so treffe ich ihn. Okay, abwarten. Du bist tot! Ist das keine reißfeste Folie? Ah! Tuchet sollte gleich geheilt werden. Und der Arsch! So, 200 und? Wie kriege ich hier von Tod 2? Hier kann ich ja nicht auf das Feld. Schade. Nehmen wir erstmal die zwei hinteren. Diese Drecksheiler wechseln. Ich gebe es zu, du hast Potenzial. So, wenn ich jetzt hier hingehe und den mache, kriege ich nicht geheilt. Kacke. Ja, da muss ich so nah an ihm dran stehen. Okay. Ist nicht schlimm. Wer kitzelt mich da? Stopp! Feind erledigt! Was waren die Heiler? Ich bin dran. Nein, bist du nicht. Dran. Dein Zug gehört jetzt Kuhn and Friends. Das wird wehtun. So. Du kriegst jetzt erstmal eine Enchilada. Ja. Oh nein, du gehst noch nicht. Dann mal los. Bullshit. Angreifen. Wie schmeckt dir das? Alles okay, Lakaien? Das Brennen ist jetzt gerade noch nicht so schlimm. Auf sie, Wunderarsch. Sofort Torino. 64 Schaden, 93. Immer noch. Dann bleiben wir dabei. Darum kümmern sich meine Supreme-Mecha-Kausler-Kein schon. So, einmal den Blitzstrahl bitte. Toolshed kann bei Bedarf gern noch eine Runde lasern. Sind meine Raketen nicht cool? Raketeneinschlag in T-Minus! Oh ja, ja! Unterwerf diese armen Sterblichen unserem chaotischen Willen! Jetzt wirst du zerfetzt! Oh, du darfst wieder sterben? Ja, von der Gerechtigkeit durchgenudelt! Jetzt werden Schurken genagelt! Bullshit greift an! Uah, zurück! Ich wette, nicht aus den Augen zu schießen, macht das Zielen schwerer! Du schaffst das! Du gehst einen Schritt nach da. Und dann hat sich's auch. Spitze! Zumindest Phase 2. Das darf nicht das Ende sein! Zum Glück haben wir 3 Phasen geplant! Treff ich den nicht? Ist ja kacke. Ja, dann kriegst du noch ein Schild. Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Ich bin sowas von bereit. Chaos! Nein! Totales Chaos, extra scharf! Mehr Chaos, mehr!
Gut, dass ich... Der ist nur noch ein Feld groß, ne? Blutung geht nicht. Okay, kappen wir uns jetzt mal aus. Auch nur auf einer Linie. So. Ne, geht auch nicht. Du setzt auch mal aus. Aussetzen, habe ich gesagt. Du darfst... Oh, der ist nicht mehr gegen Blitzimmun. Ich muss mal gerade checken. Er ist nicht mehr gegen Blitzimmun. Sehr geil. Dann bist du doch den. Das war ja das. Ich glaube, du übertreibst ein bisschen. So. Wie aufmerksam. Oh, auf einmal ist die Alufolie nicht mehr so eine gute Idee. So. Ich muss sagen, da brennt ein bisschen Zorn in mir. Und Human Kite. Ich bin so wütend! Macht mir den Laser. Oh. Wow, hier unten lebt noch jemand? Sisi. Darf ich? Darf ich? Nein. Oh Gott, Arschlord hat dich gefickt. Bin ich jetzt endlich dran? Ja, du bist doch schon die ganze Zeit dran. Entschuldigen Sie bitte, junger Mann. Rutsch nicht auf deinen Eingeweiden aus. Wäre schade, wenn du hinfällst und dir weh tust. So, was sagen Toolshed? 43 Schaden an machen an den bösen Hund. 85. Machen wir bei denen. Doppelschraube! Ja! Ein klassischer Fall für den Kreuzschlitz! Du wirst wieder gelasert. Geblitzlasert. Oh Mann, ich dachte, ich bin hier drin isoliert. Es liegt was in der Luft. Der Human Kite! Kite zur Rettung! So, halt's dich. Er nimmt mich wieder dran. Komm ich, Leute, mach Platz! Oh, Matres, du blöder Spaß, du kotzt mich gerade so an. Pff. Hier kommt das Chaos! Für die Freiheit und die Perls! Jetzt wird gekunt. So. Matres Garagenschlüssel, große Faust des Chaos. Chaosanzug und $1,48. Geil. Von wem hast du das ganze Geld? Matres, wach auf! Ich glaube, er ist tot, Alter. Er ist nicht tot. Wir sollten ihn lieber zur Basis bringen. Ja, kommt. Stecken wir ihn in die Zelle. In die Zelle? Oh, hört mal, es ist ziemlich spät. Ich krieg Hausarrest, wenn ich jetzt nicht gehe. Das hättest du dir vor deiner Lava-Aktion überlegen sollen. Hey, Alter! War toll, wieder mit dir zu arbeiten. Wie in alten Zeiten. Ja, aber wie gesagt... Das war eine einmalige Sache. Und zwar nur, weil ich Wunderarsch was schuldig war. Komm, Toolshed, komm zurück ins Team. Würde ich ja gern, aber das Freedom Pass Franchise wird viel mehr Kohle machen. Falsch! Wir werden $1 Milliarde verdienen. Und wir verdienen eine Basillion. Leute, denkt nach. Warum sollte jemand Butters fürs Chaos stiften bezahlen? Wer könnte das sein? Vielleicht dieser Tommy Nelson. Er war immer schon ein Arsch. Setz dich, Donnerhose. Lebst du jetzt gerne hier unten? Und wenn die Person, die Butters bezahlt, gar kein Kind ist? Du arbeitest also für einen Erwachsenen? Ich sag doch, ich kenn seinen Namen nicht. Niemand kennt ihn. Er will alle Gangsterfamilien in der Stadt vereinen. Er ist überall. Er hat keinen Namen, kein Gesicht. Er ändert sein Aussehen wie der Wind seine Richtung. Moment, wie war das? Er sagt, eine Revolution steht bevor und die Finsternis unserer Herzen wird unser Untergang sein. Ach du Scheiße. Er ist der Befreier. Er kennt die wahre Schwäche der Toleranz. Sein Kommen wird eine Flut des Chaos mit sich bringen, wie die Welt es noch nie gesehen hat. Oh mein Gott. Kann das sein? Nein, das ist unmöglich. Was ist unmöglich?
Es gibt nur eine Person, von der ich weiß, dass sie sich so leicht verkleiden kann. Und diese Person könnte auch ein Motiv haben, South Park zu zerstören. Wer? Mitch Connor. Mitch Connor? Oh nein! Nein, 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 nein! Wer ist Mitch Connor? Cartmans bescheuerte Handpuppe! Du weißt, dass Connor meine Hand nur für seine Zwecke benutzt hat. Er gab sich als Jennifer Lopez aus, die Tacos und Burritos liebt. Als dann die Tarnung aufflog, wurde er verhaftet, konnte aber fliehen. Aber warum sollte er South Park zerstören? Und woher hat er die ganze Kohle? Halt's Maul, es ist nicht Mitch, scheiß fucking Connor! Bist du dir sicher? Nein, Kyle hat recht. Es kann nicht Mitch Connor sein. Connor kam bei der Explosion einer Ölplattform in Alaska um. Scheiß drauf, ich geh ins Bett! Ja, ja, gute Idee, Humankind. Geht mal lieber nach Hause, es ist schon spät. Wir treffen uns dann morgen wieder. Nach der Schule. Und jetzt die Nachrichten, die Sie gut in den Tag bringen. Guten Morgen, South Park! Der Selbstjustizler von South Park hat wieder zugeschlagen. Diesmal in einem Meth-Labor, in einem U-Storage-Lagerhaus. Mehr dazu von einem Zwerg mit Fedora. Tom, 6 Personen wurden heute Nacht verhaftet, nachdem der Selbstjustizler ein Meth-Labor in der Lagerhalle hinter mir auffliegen ließ. Laut mehrerer Augenzeugenberichte waren die Fürze des Selbstjustizlers so fürchterlich, dass sie das Raumzeitgefüge zu zerreißen schienen. So einen Furz hast du noch nie gehört, Mann. Erst furzt er mir auf den Schwanz und dann war mein Schwanz irgendwie 20 Sekunden in der Vergangenheit. Endlich stellt sich mal jemand gegen das Verbrechen in dieser Stadt. Wenn Sie mich fragen, diese Leute haben es alle verdient, angefurzt zu werden. Ich finde, er ist eine Bedrohung. Wie lange wird es dauern, bis das Kind radikal wird und eine Schule oder Kirche hochjagt, hä? Wie lange, bis aus Captain America Captain Ideology wird? Hä? Der dritte Captain America-Film? Wie lange war das? 6 Jahre? Ungefähr 6 Jahre! Dutzende Demonstranten versammelten sich vor dem Polizeirevier, als ein Haftbefehl gegen den Selbstjustizler erlassen wurde. Diese Stadt wird nicht zum Opfer maskierter Kreuzritter, die nachts herumschleichen und Leute anfurzen. Wir empfehlen allen Bürgern, sich zu bewaffnen und sich gegen diese rektale Unterdrückung zu wehren. Ja, ich bin's. Niemand weiß irgendwas über das Kind. Nicht die Rasse, nicht mal, ob's ein Junge oder ein Mädchen ist. Was sollen wir tun, Sir? Streckt einfach weiter die Drogen und den Alkohol. Ich kümmere mich drum. Dieser Deal wird langsam brenzlig. Wieso ist die Bürgermeisterin noch im Amt? Sie wollten ihre Ruhe haben, Commissioner, um das zu tun, was sie lieben. Dafür habe ich gesorgt. Bleiben Sie einfach ruhig und bald werden alle genau das kriegen, was sie wollen. Stimmt's? Ich heiße Wendy. Willkommen in unserer Schule. Das Problem, von dem Koldal erzählt hat? Es ist schlimmer. Die Handelskammer will den Selbstjustizler unbedingt loswerden. Kennst du die Klos im Park? Da will sich Koldal mit dir treffen. Jetzt gleich. Na, jedenfalls schön, dass du hier bist. Will mich nicht verwandeln. Geh in die Toilette auf dem Spielplatz. Okay. Siehst du, hat sich gedreht und dann andere Klamotten an. Bescheuert. So. Hey, Viertklässler, komm, alle Kuhnfreunde sofort zum Kuhnversteck. Wiederhole, alle Kuhnfreunde sofort zum Kuhnversteck. Oha, 500. Ja, dann lassen wir das erstmal. Ich bin der schnellste in der Stadt. Ah, wobei, ich kann den machen. Rechtschaffen. Das Korgel ist aufgetaucht. Ah, jetzt konnte ich es nicht lesen. Wir sehen uns. Musste ich Zugangscode für den Kuhnversteck verdoppeln. Irgendwas. Hallo Neuer. Es wird Zeit, dass wir uns kennenlernen. Ich bin Mr. Syndikatschef Obermotz. Und du furzt ständig meine besten Leute an. Sind wir zwei denn so verschieden? Wir wollen beide das Beste für die Stadt. Ich weiß, du hast sicher zu tun, aber komm doch mal auf einen Plausch bei mir vorbei. Ich bin bei den Sodo-Sopa-Ruinen. Mal ehrlich, was haben dir die Kuhnfreunde schon zu bieten? Okay, triff dich mit Mitch Connor. So, aber wir gucken jetzt, dass wir das wegmachen.
Super. So. Dann haben wir das nämlich auch fertig. Geiles Ding! So. Kehre zum Mr. Adams in die Polizeiwache zurück. Machen wir. Aber das werden wir tatsächlich. Ich bin der schnellste in der Stadt. Tatsächlich erst in der nächsten Folge machen. Ich werde jetzt noch in unser Haus gehen. Und dann mache ich eine Aufnahmepause. Bin schon, glaube ich, wieder 3 oder 4 Stunden am Aufnehmen. Und deswegen werden wir jetzt einmal nach Hause gehen. So, hier waren wir schon dran. Vergesst das immer wieder. Aber wir haben auch den Garagenschlüssel verbattet. Scheiß dämliche Kuh! Schütt dich nur weiter mit Chardonnay zu! Ich muss saufen, um dich ertragen zu können. Dieses Marihuana verändert dich irgendwie. Aber wenigstens ist Marihuana natürlich, nicht so wie Trauben. Du bist ja total high. Vielleicht, aber ich tratsch nicht überall die Geheimnisse von unserem Kind rum. Geh in dein Zimmer und sei da paranoid, Chris. Trink doch noch ein Glas, Kelly. Geh in dein Zimmer und sei da paranoid, Trink Chris. Noch ein Glas, Kelly. Oh, hey, Schatz. Daddy wollte gerade hoch in sein Zimmer gehen. Und Mami holt sich was zu trinken. Oh. Wieso höre ich Strom? Na, Mami? Keine Sorge, Schatz. Wenn ich tot bin, tut es nicht mehr so weh. Okay. Wieso ist oben Strom? Oder ist das noch ein... Gut, er zieht sich wieder ein Brownie rein. Dumme, verfickte Schlampe. Ich hasse dich. So. In meinem Zimmer angekommen. Ein paar Sachen genommen. So, dann gucken wir mal, bevor wir Feierabend machen. Wir haben noch 5 Artefakte. Uiuiuiuiui. So, gucken wir erstmal bei den DNS-Strecken. Was haben wir denn da Neues gekriegt? Der rothaarige Sinn. Erhalte mystische rothaarige Eigenschaften, die von der Wissenschaft nicht zu erklären sind. Unter anderem ein fiese eine fiese Sonnenallergie. Taktisch sinnvoll für Heilungs- und Beschwörungssets. Ja, benutzen wir aber jetzt nicht so häufig. So, dann haben wir einen für den kleinen Platz. Was haben wir denn hier? Schmerzbringer von Gaia. Hält Gegner in der mächtigen Logikschleife gefangen, indem er sie darüber nachdenken lässt, wie der Schmerzbringer Schmutz im Namen der Reinlichkeit erzeugt. Könnten wir austauschen. Hat Rückstoß-Kombo-Schaden plus 10, Status-Effekt-Schaden plus 10, aber minus 15 aus Ultimativkraft-Erholung. Könnte man austauschen. Wäre jetzt nicht so schlimm. Was haben wir hier? Dreifaltigkeit der Besinnung. Du erhältst diese nachträglich aufgeladene Statue von Captain Einsichtstreuen Zeitstick-Ausrüstung. Captain Einsicht war, genau, so hieß der. Jetzt haben wir's. So, dann glaube ich, nehme den auf die 15% Erholung, ist jetzt nicht weiter tragisch. So. Haben wir noch was? Nee. Dann könnte man den theoretisch hier draufsetzen. Aber das ist schon so okay. Hier, dann haben wir ein episches. Was haben wir da? Große Faust des Chaos. Episch. Duellst 101 Macht. Die Faust wurde aus den Überresten des Megalakains Chaos Supreme geschaffen. Und besitzt all die Macht, die man für 400.000 Pesos kaufen kann. Plus 9 auf Muskeln, Hirn 12, Mumm 12 und 58 auf Gesundheit.
Sehr geil. Sehr geil. So, Kostüme haben wir auch jede Menge neuen Rotz. Gucken wir auch noch eben rein. Hier haben wir das majestätische Horn. Kalossgesicht. Brainiac-Helm. Superdosen, MK2-Helm. Sternenkind, Stirnband und Turbogeist-Elektrode. Okay. Hier haben wir neu den majestätischen Anzug. Turbogeist-Anzug. Brainiac-Anzug. Sturm-Anzug. Koloss-Anzug. Champion-Anzug. Sternenkind-Anzug. Superdose MK1, nicht MK2. Ödland-Anzug und Chaos-Anzug. Oh, cool. Neue Handschuhe. Koloss, Sturm, Brainiac und Turbo. Accessoires. Neue Brille. Auch eine neue Brille. Filtermaske. Augenbinde. Die sieht cool aus. So. Make-up. Nur eine Narbe sieht man jetzt nicht so wirklich. Basis-Make-up. Man überhaupt nicht. Bärte. Okay, ein dünner Schnurrbart und neue Haare. Aber sieht man jetzt gerade eh nicht, weil wir die Maske aufhaben. Also die Dingens. Na? So, hier haben wir noch drei Drogenfläschchen. Vaters Garagenschlüssel. Dann haben wir noch Netzpostfachschlüssel, da können wir auch noch. Kennys Schwester. Tokens Spind-Kombination. Haben wir schon, ne? Im Spind waren wir schon. Ja. $72 haben wir wieder. 38 Enchiladas? Ach, Quesadillas, nicht Enchiladas. Naja, ein und dasselbe. Dann gucken wir mal noch hier. 49 von 100. Texturen anpassen. Platzt. Schicke Landschaften. Bei Nacht. Schick. Na gut. Ja, in diesem Sinne. Wir haben dann jetzt erstmal für heute genug gemacht. Denke ich, wie es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Und bis dahin würde ich sagen, bleibt fröhlich und bis zum nächsten Mal. Haut da rein in diesem Sinne. Ciao.